Wir sind da auf der Leonfeldner Bundesstraße im Haselgraben. Da ist ein Richtung Linz fahrender PKW, hat beim Bergabfahren die Leitschiene auf der rechten Seite touchiert, ist dann über einen entgegenkommenden PKW drüber geschleudert worden, hat ein Carport niedergemäht. In dem Carport ist ein PKW drinnen gestanden und den PKW, den hat er dann in einen angrenzenden Bach hinein katapultiert. In dem Fahrzeug waren 4 Personen drinnen, in dem entgegenkommenden Fahrzeug waren 2 Personen drinnen. Die sind aber unverletzt geblieben, die haben die Fahrt dann fortsetzen können. Wir haben Sicherungsmaßnahmen gemacht und haben das Fahrzeug, das ins Bachbett hineingeschleudert worden ist, das haben wir mit unserem Kran vom schweren Rüstfahrzeug haben wir das herausgehoben. Das ist jetzt gesichert abgestellt worden. Jetzt warten wir noch auf den Abschleppdienst und da wird das Fahrzeug, das noch da auf der Vorbahnstätte, wird das dann mitnehmen. Ja, Riesenglück dabei gewesen, muss man auf jeden Fall sagen. Also zum Glück kein Gegenverkehr gewesen. Die Richtung Helmut Süd fahrende Fahrzeuglenkerin hat das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn verrissen. Wenn da ein Gegenverkehr da gewesen wäre, kann man sich gar nicht vorstellen, was da passiert war.